Hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Das Jahr nähert sich dem Ende Hallo. und das Beste Hi. kommt bekanntlich zum Schluss. Hallo, ja, ich, genau. Ja. Hallo. Weihnachtliche Grüße. Willkommen zurück. Und als Weihnachtsgeschenk gibt es tatsächlich von uns ein King of Tokyo Let's Play. Längst überfällig, 7 Jahre hat es gedauert, aber heute ist der epische Kampf. Ja, und damit wir uns nicht völlig zerfleischen, haben wir dich quasi so noch aufgesetzt. Ja, mit dem bösen Helmut, dem deutschen Gartenzwerg. Genau. Ja, das ist quasi ein Promo-Let's Play. Weil wir nur mit Promomonstern spielen. Genau, hier. Ja, es treten an. Er hat seine Erfahrungen als... Es treten an. Mika Hunter. Als offensiver Krieger in World of Warcraft gesammelt und wird jetzt als Mika Hunter hier in die Schlacht geschickt. Ja, wird unterstützt von Helmut. Das nee, ist nicht dein echter Name. Ich unterstütze ja niemanden. Niemand wird unterstützt. Zerfleischt, zerrissen. Mit Helmut. Ja, mit Blick dem, von dem, Melly also als Kerl Helmut. Ja, also Helmut ist nicht ihr Name, sondern der Name ihres Monsters. Ja, Helmut muss mir dazu sagen, er ist das deutsche Promo-Monster von King of Tokyo. Ja. Und ja, ich weiß nicht, warum er so eine. Der hat so einen Besen, da wird immer so ein Besen verklopft. Das ist halt. Das ist doch der klassische. Das ist halt wirklich so ein Mutter Elze-Kling-Besen, wo man dann so. Das ist so Kehrwochenbesen. Ja, aber man die unfreundlichen Leute halt, ungeziefe und auch ungebetene Gäste, noch auf Porzellan. Vertreter, Staubsaugervertreter und so wegbürstet mit dem Besen. Und natürlich, ja, ihr habt alle keine Chance, weil ich spiele, genauso wie Hunter, mich selbst, ich bin King Kron, wie er lebt und lebt. Nur mein Bart, das Einzige, was mir sorgt, ist, dass der Bart ist ein bisschen, also nicht hier, da ist er genau richtig, jetzt hier. Ist ein bisschen zu kurz. Ja, und ich hoffe, ja, dass das kein Pech bringt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich mit diesem Monster nie wieder auch nur jemals eine Partie King of Tokyo verlieren werde. Jetzt beginnt er. Heute live on tape. Mein fulminanter Siegeszug in King of Tokyo. Ja, man wird Legenden. Sie werden sagen, oh, wir hätten niemals diese Monster rausbringen dürfen. Weil jeder einfach damit unaufhaltsam. Ja? Er zerschmettert alles. Sehr gut, sehr gut. Ja, und bevor wir jetzt loslegen, natürlich, ne, ihr wisst ja, also diese Monster, King Kron und Mika Hunter sind natürlich für die BerlinCon entstanden als Unterstützung und ja, wir drücken die Daumen, dass wirklich Anfang des Jahres wirklich auch alles rausgeht. Alles, das hast du jetzt wieder so zwischen den Zeilen, dann verstehen die Leute nicht, warum die so teuer sind. Warum sind die Monster so teuer? Weil es Support-Monster sind. Ja. Ihr supportet damit die BerlinCon. Die natürlich, das könnt ihr euch ja denken, durch die letzten 2 Jahre kein rauschendes Fest gefeiert hat, sondern hart gebeutelt ist. Und so müsst ihr das verstehen. Das ist halt diesmal eben für so einen guten Zweck, in dem Fall die BerlinCon. Und deswegen sind die Monster halt so teuer. Aber ich kann schon mal ankündigen, was wir planen von der BerlinCon aus, ist, dass wenn wir dann die nächste Veranstaltung machen und es wieder Tickets gibt, dann werden wir sicherlich auch wieder so Bundle-Deals anbieten, wo es dann auch wieder ein bisschen günstiger wird, sozusagen. Dadurch könnt ihr dann sozusagen die BerlinCon auch gut supporten. Nehmt noch ein Monster mit zu eurem Ticket dazu, was ihr dann auf der Veranstaltung abholt und dann wird es auch wieder ein bisschen billiger werden. Aber ja, es ist halt ein Support-Monster. Nochmal vielen Dank an alle. Es waren ja eine Menge Leute in der Kampagne, auch die Monster, ausgewählt und uns damit unterstützt. Also vielen Dank dafür. Aber jetzt geht's wirklich los. Ja, vielen Dank, dass das überhaupt genau, lebendig werden konnte, dieser Traum. Wie gesagt, es wird irgendwann Lieder darüber geben, so wo das dann schon wieder bereut wird. Du bist jetzt sozusagen verkörpert in... Es ist wahrscheinlich immer noch unser Most Played Game. Most Played, ja. Aber Skull King ist da ziemlich rangekommen. Mhm. Das liegt vor allem daran, dass halt diese ganze Familie das mag, also auch der älteste und allerjüngste Teil. Skull King spielen sie irgendwie alle. Skull King passt halt auch in so ein Urlaubsgepäck, deswegen holt es, in Wahrheit ist wahrscheinlich inzwischen so durch diese Familienbesuche in so Skull King das meistgespielte und King of Tokyo auf Platz 2. Ich bereue es wirklich, das ist echt was, was ich viel zu spät jetzt angefangen habe, hier diese Spiele zu tracken. Was wir alles gespielt haben in diesen 7 Jahren und ich kann mir das jetzt auch nur zusammen fantasieren. Und wir haben da keine Listen drüber. Wir stehen doch auf Listen. Eigentlich wir schon, hätten so eine tolle Liste anlegen können. Leute, trackt eure Spiele. Irgendwann seid ihr alt, habt einen grauen Bart und denkt ihr, scheiße, ich hätte mal Spiele, früher angefangen, meine Spiele zu tracken. So ist es. So. Ich würde sagen... So viel dazu. Der mit den meisten Tatzen Nein, fängt an, ich würde sagen, ja, ganz klar, doch, es ist nach Regelwerk. Ja? Achso, ja, natürlich. Ja, oder Helmut Firth. Nix. Was habe ich denn da für einen Vorteil? Gibt's keinen Vorteil. Also gut. Genau, das ist ein Nachteil. Gibt nur Nachteile. Deswegen wird jetzt einfach gewürfelt. Ganz einfach. Melly kann sagen, du fängst an, zum Beispiel. Das du würdest einfach mal... So, zeig mal, wie ich Wer die meisten Tatzen hat, fängt an. Okay, das fängt gut an. Das sieht nach einer Punkte-Runde aus. Ich glaube, deswegen hat er das gesagt mit, ja, wir können ja... Wow, zwei Tatzen. Okay, ja.
geh einfach nach Tokio, bleib da. Oh, ja, halt so okay. Okay. Ja, lange cool. Rede, kurzer Sinn. Melly fängt trotzdem an. Ich hab's egal, nicht gesehen. Ich hatte zwei Tatzen. Ich hab's nicht gesehen. Ja, der Mega Hunter ist doch nicht dafür bekannt, Mathematikaufgaben zu lösen. Ja, guck mal, ich guck mal, zerstören. Ja. Okay, gut, ja. Das sieht echt so aus, du meinst, du bist ein Schlaus? Gleichung. Genau. 3 plus 3 ist 5 und jetzt flieht, ihr Narren. So einer bist du was. Oh mein Gott. Okay. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, du wolltest ja auf Zahlen spielen, ne? Nee, ich kaufe mir jetzt erstmal irgendwas, um euch kaputt zu machen. Du kannst gleich ein Alpha-Monster. Zum Beispiel den Tunnelgräber. Ich muss ja eh rein jetzt, egal ob ich jetzt was gewürfelt oder nicht. Ja. Egal, ich. Ja, das kann ich ja gar nicht auch wegwürfeln. Ich diese Dings nicht sehe, aber ja. Ja, gut. Ich kann dir berichten von meinen Heldentaten. Ja. Ich bleib bei 3 Blitzen. Das reicht leider nicht für den Sapro Beyond. Ich bin eh eigentlich auf den Tunnelgräber scharf. Deswegen ganz egal, ich heb die auf, erober brüllen Tokio. Und dafür kriege ich einen Ruhmespunkt. Eieiei. Und ja, der Rest 2, 2, 1. Also wer sich hier gar nicht auskennt, ja, mit den Blitzen, wir sind Monster. Wir greifen Tokio an. Also wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, dann habt ihr zufällig jetzt gerade hier in den Kanal reingeklickt. Wir haben oft drüber gesprochen, es gibt uns selbst jetzt als Monster. Aber ganz kurz gesagt, wir kämpfen in einer Art Würfelkniffel, Monsterkniffel hier um Tokio. Ich habe es jetzt erobert, dafür kriege ich einen Ruhmespunkt. Habe ich 20 Ruhmespunkte, habe ich gewonnen. Ich könnte Ruhmespunkte auch mit Zahlen generieren, immer 3 von einer Sorte und dann noch Bonusdinger, wenn ich noch mehr von den Zahlen habe. Ich kann aber auch mit so Blitzen Karten kaufen, die coole Sachen machen und mit Tatzen andere Monster angreifen. Ja, weil am Ende, lange Rede, werde ich euch töten und gewinnen. Ja. Genau. Entweder über Siegpunkte oder über killen. Aber heilen kann ich mich natürlich nicht, wenn ich in Tokio bin. So, das reicht mit den Regeln. So, ja, das sieht gut aus. Ich greife dich doch mal direkt mal an. Mit dem bösen Blick. Oh. Stark. Was ist das? Ah ja, jetzt synchron krieg gleich mal was auf die Mütze. Jetzt kann ich nicht gebrauchen. Ja gut, dann nehme ich meinen Blitz, greife dich an und frage dich, möchtest du Tokio? Ja, du darfst mal kurz rein. Einmal, ja, aber nur kurz, um deine Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Und dann... Genau. Also Helmut kann ja... Der ist völlig out of the box hier so, ne? Der ist hier, der ist eigentlich in Berlin, ist er eigentlich zu, ja. Macht eigentlich Berlin kaputt, aber wir machen eigentlich auch Berlin kaputt. Eigentlich spielen wir auf der falschen... Ja, alle sind hier in Berlin. Genau. Wir sind auf dem falschen Map. Was ist denn da noch hier? Ja, das ist natürlich so eine Sache, da ist... So, guck mal, jetzt geht's. Ja, Tatzen, die bringen dich ja gar nicht weiter. Ja, nee, mich nicht, aber dich bringen sie mehr ins Grab. So, das bringt ja alles gar nichts. Wie machen wir das eigentlich mit dem Rauslegen? Legt ihr die einfach so raus oder lässt du die einfach drin? Ja, man darf sie auch wieder. So. Darfst du wieder, also, ja, wieder, ich meine, na, eigentlich schon so. Nix was halt am Ende hast, das zählt. Also, nix guck, was. Das ist jetzt dein Ergebnis. Also 2 Tatzen, ein niedriges. Und das ist halt nichts. Möchtest du in Tokio oder bleiben? Oder man sieht es doch. Ich bleib. Du bleibst. Ich hoffe, ihr seht es besser als Mega. Ja, aber das ist sozusagen das Zweite. Man kann halt in Tokio bleiben. Also wenn man Schaden kriegt, kann man halt auch rausgehen. Aber wenn man bleibt und man ist noch in Tokio, wenn man wieder dran ist, dann kriegt man 2 Punkte. Ja. Aber man kann sich halt nicht heilen. Und Kron wird es jetzt hier gleich. Also ich muss, wie gesagt, ich will ja den Tunnelgräber. Tunnelgräber. Ja, dann geh auf keinen Fall auf die Tatzen. Tatze ist aber auch nicht schlecht. Zahlen interessieren mich auch nicht. Ja, guckt mal. Ja, einfach, jetzt habe ich den Tunnelgräber und 2 Tatzen. Und heil mich noch um 1, ganz vergessen, dass ich mich auch heilen wollte. So, 1 geheilt, wieder auf 8, 2 Tatzen, 3 plus 2 brauchst du mir gar nicht geben. Ich werfe die 3 dazu rein, macht 5 und dafür kaufe ich mir den Tunnelgräber. Jo. Ja, das zählt jetzt natürlich nicht, aber ab jetzt, ich erziele eine Tatze zu meinem Würfelergebnis, solange ich in Tokio bin. Wenn ich Tokio verlasse, verliert das Monster, das Tokio erobert, dann ein Herz. Also das ist wirklich stark. Ist auch noch so eine Spinne. Ja, willst du rausgehen hier? Nö. Echt nicht? Ich krieg jetzt erstmal 2 Siegpunkte, würde ich sagen. Überleg es dir gut. Das Monster kann ich da nicht rein. Alle auf Helmut, würde ich sagen. Er hat nur noch 6 Leben. Oh, das sieht gut aus. Aber das ist was in dieser Kurzzusammenfassung untergegangen ist. Wenn man in Tokio kämpft, dann greift man alle Monster. Das lass ich so. An die nicht in Tokio sind. Das heißt, also die 2 Tatzen, zwei, sie sucht sich jetzt nicht etwa aus, drei, wen von uns, sondern wir beide
Mecha, Hunter und King Kron verlieren zwei Leben. Und ich bin runter auf 6. Und bei 3? Nee, ich habe nur 2. Dadurch, dass jetzt 3 Dreier gewürfelt hat, sind es 3 Punkte. Und ein extra Dreier ist nochmal ein Punkt. Also genau. Ich das hat sich gelohnt. Gegönnt. Das hat sich schon 7 Punkte. Sie ist schon fast zu weit. Also, was ist das hier? Also Helmut, also Mega Hunter und King Kron können doch nicht gegen Helmut verlieren. Es ist wie in diesem, es ist wie in so einem guten Monsterfilm. Die beiden Monster, ja, wir müssen jetzt kurz, weißt du, wie so ein Semi-Kooperativ, Helmut genau. zusammen verdreschen, ja, damit danach dann der Schlusskampf und dann wird am Ende King Kron, oh, ich wollte jetzt das Ende, das stimmt schon. So, also alles auf Katzen, ich meine. Ja, sehr gut. Okay. Helmut muss jetzt einfach verschwinden. Helmut kann ja nicht ewig. Wie viel hat er denn noch? 6. Ja, aber jetzt muss er sich mal einigen. Da muss er jetzt... Guckst dir an, jetzt okay, geht's hier los. Stecke ich ein und verlasse Tokio. Ja, das gab aber ordentlich jetzt auf die Zipfelmütze, würde ich sagen. Runde drin zu bleiben. Ein Punkt für mich. Ein Punkt, weil du Tokio eroberst, ganz genau. Die 4 Tatschen, die waren bitter nötig. Ja. Ich muss jetzt erstmal nach Tokio kommen und mich ein bisschen heilen. Was ist denn hier? Ja, du kannst dich jetzt bei mir bedanken, weil ich Helmut hier aus dem Weg geräumt habe. Sachen kaufen? Ich weiß auch nicht. Nee, ich glaube, ich kaufe mir keine Sachen. Ich gehe jetzt erstmal rein und heil mich. Mhm. Oh, gut. Bevor ich dann gar nichts mehr habe. Dann würfel ich wieder nur Zahlen. Oh, immerhin 2 Tatzen. 2 Tatzen gegen mich. Ein Ding nehme ich ihn halt doch. Und heil mich wieder auf 7 hoch. Tja, soll ich jetzt raus? Aber du hast dieses, aber das Problem ist, er hat halt diese Tunnelgräberkarte. Ja. Ich habe auch nur noch 6. Nee, komm, dann geh ich raus. Oh. Damit kriege ich 1, weil ich Tokio erobere. Ja. Und habe schon 2. Hm. Und du? 7. Ja, ich muss mich vor allem jetzt erstmal heilen. Also, das ist schon mal aber nicht eins. So dick. Ein Herz. 2. 2 Herzen. Mhm. Und das hebst du auch auf. Ja, mutig, mutig. Was haben wir denn da? Im Labor erschaffen. Das bist du definitiv Helmut. Ja. Ja. Na gut, gehen wir noch mal ein bisschen mehr auf die Herzen. Das sind gute Karten, aber sie sind alle sehr teuer. Ja, 3 ist schon irgendwie mehr, als ich meine. Ja, ich. Die Hälfte, kriegst alle, eine Hälfte Energie, der Würfel ist in Herzen. Gebe ich dir mal, greif dich an. Genau, und positiv. King Kron kriegt 1. Ja, 1. Das geht raus? Nee. Das nimmst du einfach mal. Du musst mich doch auch ein bisschen heilen, oder? Ja, ein bisschen heilen schon, ja. Du hast 6. Aber das Problem ist, wenn er drankommt, macht er Damage mehr auf uns. Mhm. Das ist halt auch nicht so richtig. Aber auch nur, wenn er Damage würfelt. Nur wenn er Damage würfelt. Oh, geh mal mit 5 Blitze. Ah ja, das ist ja interessant. Ja, ich würde mal voll auf Blitze gehen. Immer wenn du kommst, immer wenn ich kriege ich automatisch einen Siegpunkt. Das ist starke natürlich Fähigkeit. Schon eine starke Fähigkeit. Ja. Ja, ja, ich weiß, dass er das jetzt will, aber es ist auch eine starke Fähigkeit. Ich würde voll auf die Blitze gehen. Du kriegst mich eh nicht raus, diese Runde musst du überlegen. Aber überleg mal, wie lange du dann brauchst, bis du gewinnst. Also, das ist jede Runde nur ein Alpha-Monster. Aber ich wollte das Alpha-Monster. Ich möchte das Alpha-Monster gerne. Und er kann tun und lassen, was er will als Alpha-Monster. Verdammt, wetten, dass es jetzt nicht mal klappt. Jetzt habe ich noch einen Wurf. Ja, natürlich schaffst du das. Ja, ja, ja. Komm, ein Blitz. Nein! Böse, böse. Aber ich könnte jetzt trotzdem den Sapro-Beyond kaufen. Ja. Wenn du mindestens 1, 2, 3 erzielst, bekommst du 2. Du darfst die Würfel zusätzlich für andere Ergebnisse nutzen. Komm dann, also ich muss ja, ich sehe schon, ihr geht voll auf Sieg. Deswegen werde ich den Sapro Beyond jetzt einfach kaufen. Na gut. Ich bleib's einfach mit 4 Herzen in Tokio. Du bleibst drin? Ja. Und bring euch um. Ja, aber wir haben 6. Okay. Ich habe kein Herz gewürfelt. Ne? Ihr müsst euch doch auch heilen. Ich habe nur jetzt einmal 6. So ein Heilwurf. Nein, 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 nein. Würfel, ihr habt das nicht richtig verstanden. 6 Tatzen, los! Leg das mal da runter. Das eine, guck mal hier. In der Ecke verbirgt sich eine. Wie viel ich mich hätte heilen können. Okay, aber es ist immer noch möglich. Jetzt 5 weitere Tatzen zu würfeln. Und du hast ja schon bei 4 weiteren Tatzen. Oh, das ist ja eine Kleinigkeit. Das sind jetzt 2 Tatzen. Aber was ist jetzt mit deinem komischen? Ich krieg 1 Schaden. Extra, weil ich natürlich Tunnelklasse bin 3. Und in Tokio bin. Das heißt, es sind 3 Tatzen. Und 3 ich kriege 2 Siegpunkte durch diese 3 Zweier. Oh, das hätte mit dem extra Schaden. Hattest du denn schon extra Siegpunkte dafür, dass du in Tokio geblieben bist? Ja, ich. Nee, hattest du nicht. 2 Punkte. Ne? Kriegst du nochmal. Krieg ich nochmal 2. Jetzt hol ich nochmal. Mega Hunter. Sehr aufmerksam, Helmut.
Aber es fährt. Finde ich schon witzig, dass ich mit so männlichen Altherrennamen angesprochen werde. Hat was. Ja. Punkte, ja, aber ich brauche eigentlich Herzen. Schwierig. Ja, wir sind fast tot. Wenn Melli, wenn er wieder drankommt und wir uns nicht heilen, kann er uns in einem. Komm schon, Melli. Heil dich. Komm schon, heil dich. So schwach war ich. Und eine Tatze. Ja, die nehme ich. Die nimmst du? Ja, die nehme ich. Zwei. Geh raus. Und dann verlierst du. Dadurch verlierst du eins. Okay, ich krieg erstmal zwei, muss rein, krieg ich einen abgezogen. Es tut mir sehr leid. Oh, so, und dann kriegst du aber einen Punkt. Puh. Das habe ich schon gegeben. Habe ich dir gerade gegeben, die zwei. Entschuldigung. Das glaube ich dir. Ja. Kann ja jeder seine Energiebrocken um sich werfen. Okay. Was okay. Hast du da einen Ruhmespunkt kriegst du aber für oh, ja. Zauber. Oh ja. Na dann, also ich hoffe, du kriegst keine drei Tatzen. Ja. Ich könnte Helmut jetzt einfach so aus dem Spiel. Oh, du hast nur drei. Ja. Du auch. Ja, aber ich werde jetzt erstmal nicht angehen. Wir haben alle drei. Du stirbst jetzt, dann geht er rein, dann stirbt er. So gut, ich bin mal vernünftig und. Aber lass es da drin liegen. Ah, ja, das ist schon Entschuldigung, ja. Eins, zwei. Ich könnte natürlich, wenn ich noch eine drei würfel, die würfel dann könnte ich noch. Zwei Punkte einfach so fahren. Aber musst du dann nicht die 1 und die 2 behalten? Ja, aber das ist mir jetzt. Ich könnte, aber das ist ja noch mein zweiter Wurf. Er ist. Jetzt könnte ich natürlich. Er hat das Herz. Komm, jetzt versuche ich nochmal eine 1 zu. Warum hat er die Tatze lieb? Was ist denn das jetzt? Aber das sind zwei Punkte. Das sind zwei Punkte. Das ist genau zwei Herzen. Wie deine Karte, die gegeben hätte. Ja, verdammt nochmal. Aber ich hätte das, wenn ich jetzt eine 1 gehabt hätte, ich beides bekommen. Ah, nee, dann wäre es ja nicht. Ja, egal. Ja, stimmt. Also zwei Herzen und zwei Punkte. Mhm. Verwirrend. Aber die sind rausgefallen, Würfel, aber na gut. Das war schon richtig, das hätte ich die ja nachwürfeln müssen. Du könntest in der Zeitlupe. Ah, das war eine Zeit. So, aber das Problem ist, dass ich Helmut nicht losgeworden bin. Kein Problem. Helmut, das ist nicht so. Melli, deine Karte ist jetzt also, nicht aktiv. Jetzt ja nicht. Ich muss mich jetzt auch heilen, kann ich dich auch beruhigen. Ich werde jetzt nochmal diesen Heilwurf von gerade eben wiederholen. Ja, jetzt bestimmt Tatzen. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich einfach drei Tatzen würfeln. Und dann, es tut mir leid, dann muss ich leider, entschuldige mich vorab. Oh Gott, jetzt würfel ich auch noch Punkte. Ja, nimm sie dir. Du hast ein Herz und drei Punkte. Lass es so. Nee, ich muss mich heilen. Was kann man denn kaufen? Abstauber. Uff. Also eigentlich relativ uninteressant, außer das Alpha-Monster, aber das. Ich habe die drei Punkte, echt. Vielleicht nur neun. Ja, wenn es jetzt hier wirklich. Eigentlich musst du es behalten. Ich würfel. Boah. Das muss doch belohnt werden jetzt hier. Ja, lass ich auch noch eine Tatze. Ach, du möchtest jetzt nach Tokio. Ja klar, wegen seiner Karte wieder noch nach Tokio. Ich heile mich auf 6 hoch, mach einen Schaden und du darfst entscheiden, was du tun möchtest. Also noch eine Runde mit zwei Leben, überleben. Ja, ich muss da raus. Ja, das ist... Dann habe ich einen Punkt bekommen fürs Erobern von Tokio. Ich habe 3 Punkte, was ist hier falsch? Irgendwas läuft hier falsch. Und ich habe Punkte, ich habe die ja... Ein Herz und drei Tatzen? Das muss ich halt. Du kannst nicht mit zwei Herzen nach Tokio gehen. Mit zwei Herzen nach Tokio zu gehen, das ist Selbstmord. Würfeln, dann hättest du King Kron. Es gibt ganze Gedichtbände über Leute, die mit zwei Herzen nach Tokio gehen und ersetzt werden. Schwierig. Du musst nicht, du musst dich heilen. Drei, oh Gott. Das ist nicht gut. Überleg mal. Aber du kannst ja auch nicht einfach gegen Hunter verlieren. Das heißt, wenn du jetzt mit 3 Herzen in Tokio bleibst, dann ist die Chance sehr hoch, dass du gegen Hunter verlierst. Und das kannst du doch nicht. Ja, ich gehe auf gar keinen Fall, bleibe ich da. Das kann ich jetzt schon sagen. Egal, wie viele Tatzen da noch dazu kommen. Ich gehe. Oh Gott. Immerhin kann ich nicht sterben. Immerhin hast du ein Herz behalten. Ja. Aber du gehst schon. Und du musst ja auch, genau, eins. Ein, ne? Nee, doch. Ja, du verlierst noch ein Leben. Wenn ich verlasse, verlierst du eins. Ach, ich verliere noch eins. Ja, da kommt, wenn du auch mit 3 Tatzen, würdest du auch mit 2 Tatzen gehen? Sie könnte sich gar nicht, dass sie nach Tokio jetzt sich selber umbringen. Ich könnte jetzt einfach mal sagen, vielleicht. Ist das bindend, wenn ich... Jetzt hast du wieder die dritte Würfel, um Gottes Willen. Na gut, ich krieg ein Herz, ich verliere es wieder, wenn ich jetzt gleich in Tokio bin. Ja, ich muss raus. Verlierst du es gleich wieder. Hast du wieder 2. Viel zu gefährlich. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ach, du bist ja dran. Nee, du warst. Ich bin dran. Ich bin völlig verwirrt hier. Es ist alles so spannend. Aber Tatzenwürfen ist ja. Es war schön. Also, ich brauche Punkte jetzt, Leute. Ohne. Sehr gut. Keine Tatzen. Das sind Punkte. Nee, nicht solche Punkte. Ich will da. Ach so, nee. Ja, doch. Das sind doch fette Punkte. Dann machst du noch ein paar Tatzen.
Und wenn du jetzt noch den behältst und jetzt noch eine 3, dann kriegst du 4 Punkte. Ihr redet doch irgendwas. Oder du, ich würde jetzt noch 2 Tatzen würfeln. Ja, das kann man ja. Ja, okay, gebe ich zu, es sind 2 Punkte. Das ja, aber wenn du noch eine 1 behältst, dann brauchst du nur noch eine 3. Oh, da ist die erste Tatze. Eine Tatze brauche ich da schon. Da ist die erste Tatze. Ich muss ja auch nach Tokio mal rein. Ja, natürlich. Ich lebe und gehe. Okay, also das heißt, ich krieg einen Brocken, 2 Punkte plus 1 Punkt. Ich will Blut sehen. Plus 1, weil ich reingehe. Zack. Und ich habe immerhin noch 5 Leben. Okay. Na gut, 5 Leben, das ist ja... Im Gegensatz hierzu, ihr seid ja mehr oder weniger... Mache ich aber keinen extra Schaden, weil ich nicht in Tokio bin. Der Tunnel selber ist ein bisschen verwirrend. Aber eine Tatze haben wir schon mal und noch keine Herzen. Eine Tatze, die kann ich ab. Oh, immerhin. Mach ihn fertig. Ich will jetzt irgendwas zu kaufen. Das ist leider nicht so. Ich kann nicht leisten, irgendwelche Blitze zu nehmen. Dieser Sabri Beyond hat nichts gebracht. 3 Tatzen. Was? 3 Tatzen? Und ein Herz. Das ist ein wenig. 4, dann heile ich mich auf 4 hoch. Ich muss rausgehen, weil ich noch 2 Leben habe. Krieg meinen 8. Ruhmespunkt fürs Erobern. Am wenigsten habe ich ein bisschen aufgeholt. Jetzt habe ich 6. Meine Arme. Ja. So. Du musst dich heilen, sonst bist du tot. Ja, vor allem, wenn du jetzt weil wenn du reingehst ohne Heilung, dann stirbst du. Ja. Dann sterben wir vielleicht beide und dann hast du ihn zum Mega-King-Hunter gekrönt. Stimmt, ihr könnt euch gegenseitig töten. So ein Mexican Standoff. So. Der Tunnelgräber ist halt auch, der macht das irgendwie, stellt es ein bisschen auf den Kopf, das Ganze. Aber er läuft dann auch mit einem Herzen rum. Ja. Das ist, du musst was machen dann. Muss ja, nein, 1, 2, nein, doch nicht. Noch ein Wurf. Puh. Weißt du noch, wo du 5 Herzen in einem Wurf... oh Gott. Okay. Das war wirklich ein guter letzter Wurf. Aus deiner Perspektive. 2 Schaden. Ja, ich muss raus. Auf 2. Dann verliere ich ein Herz. Runter. Du verlierst nochmal 1 extra, weil du Tokio eroberst. Ein Ruhmespunkt fürs Erobern. Ja. Aber ich finde das ganz gut, dass du immer den Schaden nimmst, der um ihn raus... Aber ich sind alle irgendwie voll abgemagert hier. Nur noch 2. So werde ich benutzt. Ja, ich meine, ich habe auch arme Gartenzwerg. Jetzt greift er mich auch noch richtig, an. Aber ich habe kein Herz. Dafür. Aber ich habe auch kein Herz. Ich brauche auch Herzen. Guck mal, wenn ich reingehe, bin ich auch tot. Sehr gut. Nee, aber du hast... Nee, wieso? Weil ich 2 Leben habe. Dann kommst du und tötest mich einfach. Ja, aber musst du erst mal eine Tatze auch würfeln. Ja. Hä? Du kannst keine Tatzen würfeln. Nein. Ich werde jetzt erstmal noch einmal versuchen, Herzen. Und dann entscheide ich hier. Komm jetzt einmal. Wir sind Teufel von der Schippe gesprungen. Jetzt musst du aber hier... Guck mal, das muss genauso bleiben. Das reicht so nicht. Nee. Jawohl, das reicht dicke. Okay, also es kommt jetzt drauf an. Also eine Tatze... Sprich dein letztes Gebet. Und du würfelst einfach kein weiteres Herz. Also, man muss auch einfach sagen, Helmut kann jetzt nicht, also in dieser Partie kann nicht Helmut gegen Mega Hunter und King Kronen. Das wäre schon schade. Das wäre doch ein Spiel. Oh, um Gottes Willen. Danke. Was denn das für ein letzter Wurf? Und verlasse ganz schnell Tokio. Ich gewinne. Du wirst die lachende Dritte. Ich sehe es. Ja, ich habe auch das Gefühl. Das kriege ich da. Moment mal. Also, ich habe jetzt 3 Brocken bekommen. Ja. 3 Brocken. Geh rein und krieg einen Punkt. Und jetzt habe ich 4 Brocken. Genau, fürs Erobern. Aber es bringt nichts. Für 4 Brocken. Du kannst mal austauschen. Ach, stimmt, ja. Für 2 Brocken. Richtig, ja, richtig. Könnte ich einfach machen. Ja, komm, weg damit, weil es bringt doch eh nichts. Danach sind wir tot. Jetzt kommen die parasitären Tentakel. Oh, Chatantrieb, auch sehr beliebt. Und Energiefresser. Ja, oh, das ist natürlich auch deswegen gut, weil das würde wahrscheinlich auch dich neutralisieren. Du verlierst keine, wenn du dich entscheidest, Tokio zu verlassen. Das ist eine furchtbare Karte. Das brauche ich. Okay, aber jetzt kannst du erstmal versuchen, mich zu töten. Ich habe noch 3 Leben. Mach ihn alle. Aber du hast auch nur 2 Leben. Also wenn du mich tötest und reingehst, dann wird sie dich töten und dann gewinnt sie. Ich mache 3 Herzen und 3 Tatzen. 3 Herzen, 3 Tatzen. Dies ist das erste Herz. Noch wir lassen sind es bei den 3 Herzen. Der Beginn einer ganz großen Geschichte. Guck mal hier, jetzt passiert aber was. Herzlich. Zweites Herz, erste Tatze. Ich gehe. Drittes Herz, Blitz. Was ist jetzt los? Ein Schaden. Ja, aber ich bin trotzdem raus. Und 3, ich heile mich auf 5, ja? Ich gehe trotzdem raus. Das ist eine umkämpfte Partie. Krieg meinen 9. Ruhmespunkt. Ich verliere. Nee, andersrum. Ja, ist richtig. Aber kriege ich nicht trotzdem... Den Schaden hast du schon gekriegt. Habe ich ja bekommen. Alles gut, ja, habe ich bekommen. 3 auf 2, alles klar. Alles klar. Sehr gut, weiter geht's.
Du kriegst ja auch nicht, kriegst einen mehr, wenn du in Tokio bist. Ja, deswegen, genau. Ja. Ich habe jetzt 9, aber leider Ruhmespunkte nicht. Herzen. Einser. Ja. Du hast immer noch ein Leben. Bei Einser ist natürlich. Du bringst dich immer noch um, wenn du reingehst. Ich würde auf Einser gehen. Mit 6 Einsern kannst du auch 3 Punkte machen. Du brauchst sogar alles andere Punkte. Ist. So, nach einem Wurf, ne? Hatten wir hier ein Herz und einen Blitz. Das war die Werbepause jetzt gerade. Ja, das war die Werbepause. Und jetzt hast du ja vielleicht, aber okay, für ein manipuliertes Würfelergebnis finde ich das nicht so aufregend. Den Jetantrieb, den finde ich ja interessant. Da kannst du mir gar nichts mehr haben. Ja, der ist echt schlimm. Boah. Jetzt noch. Hast du schon richtig, oh Gott. Richtig dick. Jetzt kommst du richtig. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Also 2 Blitze, 3 Herzen. Du machst keinen Schaden auf ihn. Ist doch gut. Ja. 1, 2, 3, 2. Dann muss Blitze. Er ja drin bleiben. Er muss. Aber dann kannst du ihn auch fertig machen. So, ja. Und dann nehme ich hier den Jetantrieb, der ist gut. Da kriege ich nämlich keinen Schaden, wenn ich Tokio verlasse. Ja, muss erstmal nach Tokio rein. Ohne Tatzen. Ja. Schwierig. So, jetzt du auch. Zeig mal auch so. Oh, das bringt mir gar nichts. Ich würde auch eins versammeln. Ja. Ja, also ich weiß auch nicht, aber ich habe halt auch meine Punkte, bin ich auch hin. Oh ja, kauf dir den Düsenjäger, du wolltest doch Punkte. Das sind 5 Punkte plus mit einer Karte. Sehr gut, ja. Ich kann mich selber damit umbringen. Aber das wäre wirklich lustig. Ich weiß nicht, ob das schon mal ein King of Tokyo-Spieler gemacht hat. Genau, was triggert eigentlich so eher? Punkte oder der Tod? Da würden auch, also angenommen, du würdest dann 20 Punkte haben. Was triggert zuerst? War das jetzt mein zweiter Wurf? Das war dein zweiter. Das ist eine gute Frage. Ach, also ich glaube, du musst die Karte schon überleben. So spielen wir es zumindest. Auch interessant wäre, wenn sowohl du als auch derjenige, der ein, nach Tokio kommt, sterben. Ich krieg ein Leben. Alle. Ja, okay, ein Leben. Du kriegst 3 Schaden, gehst du das raus. Ist schlecht. Dann kriege ich wieder einen Schaden, weil ich wieder reingehe. Aber du hast nur 3. Ich habe nur 3. Nee, ich bleibe jetzt drin. Was? Drin. Oh, ich mach dich fertig. Aber er macht jetzt uns erstmal fertig, weil er jetzt eins hat. Warte, ich habe 4 Leben. So, ich bin euch überlegen. Ich kriege 2 Ruhmespunkte. Ganz sehr langsam schön. Dreht sich die Schale so. Ganz schwer fühlt sich das an. Oh, und jetzt muss ich einfach einmal Tatzen würfeln. Ich habe mir vorhin schon keine gewürfelt, weil ich sie mir aufgespart habe für diesen Zug. Jetzt kommt er, der 4 Tatzenwurf. Ja, du brauchst und ja nur 3. Und zwar 1 mehr. Ich brauche ja nur 3. Ja. Die 3 Tatzen hat er einfach 3 gewonnen, Tatzen. So im Doppelschlag. 50. Und los geht's. Da sind sie. Aber du kannst auf Punkte gehen. Das ist so eine Katastrophe. Okay. Ist schon was passiert? Der wievielte Wurf kommt jetzt? Hat er nicht gezählt? War wieder Werbepause. Okay, jetzt kommt der 2. Wurf. Ich gibt's vor. Man kann ja immer noch 3 Tatzen. Komm schon, ich hab die aus. Sind da Tatzen drauf? Hä? Sind da Tatzen drauf? Okay. Habt die Würfel. Ihr macht irgend so ein Würfelscam mit mir, gell? Ja. Das ist doch nicht. Ich glaube, der Helmut hat einfach die Würfel verhext. Mit seinen Hexeraugen. Oh. Okay, warte das mal. Das ist einfach diese telepathische Kraft des Maker-Hunters. Ja, genau. Das gibt's doch gar nicht. Wer von euch hat das als Fähigkeit? Hört auf damit. Hier, das ist der Jetantrieb. Die verfluchten Mentalisten. Ich verliere keine Herzen. Es ist doch nicht 2-mal alle 6 Würfel und keine einzige Tatze. Jetzt aber. Da sind sie alle. Sind 2 Punkte. Story of my life. Hunter kann das bezeugen. 7 Jahre on Tape könnte es auch bezeugen. Ich habe kurz mal ein Aufflammen vom Würfelspielglück und dann ist es wieder verpufft. Wie eine Serviette im Feuer. Ja, ich kriege 2 Ruhmespunkte immerhin. Schnupper ich am Luft des Ruhmes Sieges und jetzt kriege ich 5 Punkte und kann überlegen, ob ich mich selber töte. Dann hätte ich aber 18. Nee, meine ich nicht. Ich bringe mich nicht selber um. Na gut. Dann 2 Leben hast du. Ja, aber ich meine, das war doch jetzt. Nee, wenigstens ein bisschen. So würde ich es so lassen. Nee, die Herzen sind gut. Lass es einfach. Oh, Helmut! Oh, es war schön, euch gekannt zu haben. Oh, ein Herz! Ein Tatz und ein Herz. 4 Herzen! Ja, das sieht gut aus. Ich nehme hier die Energie. Ja, was ist das für ein Herzschlagfinale hier? 1, 2, 3. Ein Leben. 4. Und ich verliere jetzt wahrscheinlich 1, ne? Fliehe. Ja. Aber das Problem ist, sie kriegt jetzt, also wenn sie sich entscheidet zu verlassen, dann. Also das wird jetzt haarsträubend. Jetzt hat sie 7 Leben. Ja, du musst jetzt mal ein bisschen was machen. Jetzt geht's ab. Ja? Ja. Ja. Jetzt verbinden sich Maker Hunter und King Kron gegen den bösen Gartenzwerg. Ich hab's dir schon gesagt.
Ja. Wir hätten uns nicht mit diesem Garten. Gegen so ein bisschen Porzellan, das werdet ihr doch hinkriegen. Du hast diese Kräfte. Das ist alles, das Problem ist, das bringt uns nichts. Weil hier diese drei Punkte, ja, das bringt doch auch nichts. Ich gehe jetzt auf Punkte. Das ist meine einzige Rettung. Ja, vielleicht ist das wirklich die einzige Rettung. Ne? Aber ich muss mich auch heilen. Ich du musst eigentlich... Du musst alles haben. Ich kaufe mit. Aber jetzt, das war mein erster Wurf, da gleich drei Punkte. Das ist natürlich auch ein gutes Argument. Vier Punkte und ein... Ach komm, ja. Komm. Das ist halt... Ah, guck mal, was das für ein Wurf ist hier. Ja. Zwei Schaden. Ich kriege erstmal vier Punkte. Scheiße, da kann man nichts gegen. Die bleiben einfach stehen. Aber mit... Wie vielen? Drei Herzen? Drei Leben. Oder? Da möchtest du doch unbedingt nach Tokio und ich das verliere heißt, jetzt ja, keine Herzen. Ja, klar, Herzen. Sehr gut, schick ihn rein. Und jetzt kriege ich noch einen Punkt. Ja, aber und du jetzt? Musst dich doch heilen, du hast doch nur noch ein Leben. Du musst dich heilen. Ich heile mich. Ja, gut, sehr gut. Was, zwei Herzen? Mhm. Oh nein. Oh Gott, lauter Blitze, ich hab doch schon fünf. Ich kann Tatzen würfeln. Ich habe noch nie Tatzen würfeln. Eine Tatze. Eine wollte ich ja gar nicht. Scheiße. Wenn dann drei. Oh. Also na ich gut, krieg einen Schaden. Ja, ich gehe jetzt. Ich lass lieber dich von ihr von dir töten als umgekehrt. Also ich kriege ja einen 14. Punkt. Ja, es nähert sich. Okay. Puh. Wir haben jetzt tatsächlich mehr Heilung Punkte als Helmut, aber Helmut nicht, mal, wird sein, ja. wird sein Heil jetzt im Angriff. Oh. Boah, krass. Ich brauche auch nur drei. Das war schon der Wurf, auf den du gespart hast. Ja, das war. Da waren die Tatzen jetzt alle hin. Aber das bringt mir ja gar nichts, wenn ich mich jetzt hier weiter. Nee, ich kann da nichts gegen tun, da bräuchte ich deine Karte. Scheiße, ey. Ja? Sieht gut aus. Die Herzen nehme ich. Du stirbst. Oh. Und ja, King Kron. Grausamer Tod. Grausamer Tod. Verliere ich jetzt trotzdem noch ein Herz wegen deiner Karte? Nee, ne? Nö. Okay. Nee. Aber du kriegst einen. Ich verlasse Punkt. Ja Tokio nicht mehr. Okay. Nicht so ja, wie soll ich denn jetzt ich Helmut. Also Helmut ist einfach ein. Tja, unglaublich das ist natürlich starker Porzellan. Also, ich hätte jetzt sogar noch auf so einen Punktesieg so heimlich hingearbeitet. Mhm. Ja, ne? Aber das hätte ich natürlich irgendwo. Da kann man nur dazu sagen, don't mess with the Germans. Ja, Helmut ist zu hart. Was mache ich denn jetzt? Also, ja, du solltest auch sind mal. Ja wirklich diese Latschen hier, ne? Diese Sandalen. Ich habe jetzt eine ganz verrückte Taktik. Indem ich jetzt einfach aber mein. Ich wollte da jetzt nie wieder verlieren mit King Kron. Indem ich jetzt meine Karte. Ich einfach schon bei der ersten Partie gescheitert. Guckt's mal. Meine an. Legendäre Siegestaktik. Guckt euch das an. Ich das will noch gewinnen. Punkte. Das sind drei Punkte und durch meine Karte sind das, sind fünf Punkte. Und ich mache einen Schaden. Hm. Achso, also, okay. Ja, ein Schaden auf dich, außer du bleibst natürlich nicht drin. Und ich krieg fünf Punkte und damit habe ich noch eine Chance zu gewinnen. Kann er das? Muss er nicht die drei verbrauchen? Ja, kann er ja nee, es steht, kann du kannst, so machen, darfst die Würfel zusätzlich für andere Ergebnisse nutzen. Ja, das heißt, ich kann es noch schaffen, wenn sie mich jetzt nicht tötet. Ja, aber das ist ja wohl jetzt ein Klacks. Ja, also ich krieg erstmal zwei Punkte. Zwei Punkte, musst du einfach nur zwei Tatzen würfeln. Ja, nur zwei, das ist... Ja, da sind schon mal meine drei Punkte. Ich mach das nicht. Ich kann auch das hier kaufen. Nee, kann ich nicht. Bring ihn einfach um. Das ist bring ihn so. Um. Guck mal, sonst macht er tatsächlich drei Punkte. Ja. Ja. Ich könnte du hast meinen ersten Wurf eine Tatze gewürfelt. Ich, also. Oh. Do whatever you like. Do whatever you want. Nein. Oh. Kann er irgendwas? Nein. Und damit. Es ist doch was, ja. Die lachende Sieg Dritte, des Helmuts. Hat's gerissen. Helmut hat's gerissen, ja. Ich finde, das hast du gut gemacht. Ja, ja, ja es, hat, ja, es war mit Stil. Also es war nicht irgendwie hier knapp. So mit Würfel, mit Punkten hier so rumgemacht, sondern einfach... Nee, gar ja. nicht, gar nicht. Ja, nein, es war meine einzige Chance, aber ich meine nur, also du hast es nicht gemacht, deswegen. Genau, du hast ihn auch noch für so einen Punktesieg abgehalten. Ein Glück, wäre gar nicht gegangen. Bis zuletzt. Und, ja, es war eine gute Partie. Ein gerechtes Urteil wurde von den Würfelgöttern vergeben.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Außer, dass jetzt keiner von uns eine legendäre Siegesträhne mit seinem Monster anfangen wird, aber sondern trotzdem, du und Helmut. Das ist auch wenn sie jetzt verloren haben, das trifft nicht immer zu. Die sind trotzdem toll. Melli und Helmut, Helmut und Melli, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja. Vielleicht beginnt hier die Siegesträhne. Unschlagbar, also, wenn du Helmut spielst. Wir haben uns tatsächlich auch gefragt, wir haben es vorher nicht recherchiert, es war ja auf der BerlinCon war der neue, der Helmut, es war die deutsche Promo von Huch, ob es jetzt noch gibt. Müsst ihr mal gucken, ob ihr den Glücks-Helmut noch findet. Das könnt ihr natürlich bei uns auch jetzt schon bestellen, wenn ihr es nicht erwarten könnt. Wir können auch BerlinCon ein bisschen unterstützen. Ansonsten gibt es sicherlich auf der BerlinCon noch ein paar. Ja, wir wollten damit auch nur zeigen, dass wir nicht... Auch im Shop haben wir die also, ja. Inzwischen sind sie auch auf dem anderen Friends-Shop, aber auch auf dem BerlinCon-Shop. Aber wenn ihr es jetzt vermischen wollt mit anderen Sachen, mit, dann könnt ihr es da auch mit einpacken. Hat natürlich also wir wollten eigentlich auch nur zeigen, dass es schon möglich ist, mit diesem Monster noch zu verlieren. Ja, wie schwer, es geht. Wie die Zukunft zeigen wird. Ja? Aber man kann es schaffen, wie Melli gerade gezeigt hat. Das ist halt, genau, deswegen haben wir das jetzt hier auch mal. Was ja ganz cool vielleicht ist. Vielleicht beginnt jetzt die Geschichte. Genau, jetzt beginnt es. Das war der letzte vielleicht. Verlust. Und, ab nächstem Jahr vielleicht. Wir haben uns auch überlegt, ob wir tatsächlich sogar mit Power-Ups spielen. Weil ein Problem hat ja Helmut, wie alle anderen Proben uns auch, sie haben keine Evolutionskarten. Aber wir sind ja so ein bisschen, man könnte natürlich so sagen, wenn man unbedingt will, die Mecha-Dragon oder der King Evolutionskarten könnte man natürlich auch, wenn man will, unbedingt mit unseren Probemonstern spielen. Außerdem wäre natürlich, sagt ja, aber hier, ich habe natürlich den ganzen Schrank voll mit irgendwelchen und so. Vergesst nicht, es gibt diese Mixed Evolution, ich weiß, dann ist es nicht mehr so thematisch, aber man kann immer noch Mixed Evolution Decks machen, und so Zeug erstellen. Und dann trotzdem, wenn man da irgendwie unbedingt diese Karten mit im Spiel haben will, dann gibt es ja da eine Variante zu. Aber ja, das, klar, das, ich finde es natürlich cool und es gibt ja diese eigene Monsterreihe, wo dann aber auch schon, das ist dann auch ein richtiges Pack, das kostet ja dann schon so viel wie so ein kleines. Das Kartenspiel oder sogar wie so ein Exit-Game, da ist ja oft dann irgendwelche komischen Würfel noch dabei. Und das sind ja diese Promo-Monster, das sind ja dann auch wirklich die Monster. Da habe ich auch einige. Ich glaube, es gab auch mal einen Weihnachtsmann oder einen Lebkuchenmann. Ja, Lebkuchenmann. Ja, den habe ich sogar auch zu Hause. Und solche Sachen. Und die haben ja auch alle keine Promokarten. Da kann man sich schon behelfen. Aber du hast natürlich recht, bei uns könnte man die... Man könnte es so einfach so tun, als würde das dazugehören. Noch nicht mutiert die Vorlage nehmen. Ja, schön. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Das war sicherlich eines des letzten Videos des Jahres. Deswegen können wir auch schon mal guten Rutsch wünschen. Vielen Dank fürs Zugucken, fürs Abonnieren. Und wir sehen uns wahrscheinlich nächstes Jahr. Genau. Hoffen wir. Ja? Stimmt. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Tschüss.